Also grundsätzlich war bei uns das Problem, dass die Tiere nicht richtig in den Boxen gelegen sind. Also sie haben häufig die Schwänze draußen liegen gehabt, was zu Verletzungen geführt hat und zu viel Dreck an der Kuh. Sie haben die Liegeboxen verschmutzt, weil sie einfach teilweise schief drin gelegen sind und macht einfach schmutzige Kühe. Wir wussten nicht, wie wir das ändern konnten, weil die Boxenmaße an sich eigentlich großzügig ausgerichtet waren. In den letzten Jahren, speziell in den letzten 10 bis 15 Jahren, wurden die Liegeboxen massiv größer. Die Nackenbegrenzungen wurden erhöht und nach vorne geschoben. Das Einzige, was sich die letzten Jahre nicht verändert hat, sind die Liegelängen. Das Problem zeigt sich in jedem Stall. Jeder Landwirt weiß mittlerweile, dass eine Kuh in der Hochbox mit allen vier Füßen, mit allen vier Klauen stehen können muss. Das wird meistens erreicht, indem dass der Nackenriegel nach oben geschoben wird, nach vorne geschoben wird, sodass die Tiere halt ungehindert mit allen Vieren drin bequem stehen können. Die Tiere werden dadurch viel zu spät gebremst für die Liegeposition. Das heißt, durch das Erhöhen des Nackenriegels, durch das nach vorne Schieben, wird der Abstand vom Nackenriegel zu Ende der Liegefläche oder zur Bugbegrenzung, der idealerweise 25 bis 30 cm beträgt, verkürzt. Durch die Verringerung des Abstandes von Ende Matte oder Bugbegrenzung zum Nackenriegel werden die Tiere beim Runtergehen zu spät gebremst. Als Folge davon gehen die Tiere entweder schräg, um die Länge zu bekommen, oder liegen zu weit hinten. Die Schwänze liegen im Laufgang, die Tiere sind entsprechend dreckig und haben keine ideale Liegeposition. Ich habe dann durch Zufall erfahren, dass Kreiburg andere Matten anbietet, die ein bisschen länger sind. Die haben wir ausprobiert, also haben 6 Boxen damit ausgestattet. Wir mussten da das Bugbrett dann entfernen, weil die Matten einfach länger waren. Wir haben das Bugbrett dann einfach nicht mehr eingebaut. Wie gesagt, es sind jetzt 6 Monate ungefähr drin und es funktioniert wunderbar. Also am Ende ist jetzt so, dass vielleicht 10% der Kühe immer noch schief liegen, aber eben nicht mehr so viele, deutlich nicht mehr so viele wie vorher. Wobei ich die letzten 10% auch darauf zurückführen kann, dass eben noch nicht alle Boxen ausgestattet waren. Also, und die Tiere nicht unterscheiden konnten, sind das jetzt neue Boxen oder alte Boxen. Also das wird sich jetzt zeigen in der Zukunft.